Test the Max. Für Arbeit, Sport und Spiel und für die ganze Familie gibt es nichts Praktischeres als ein Kombi. Jetzt gibt es aber Leute, die lieber nicht gesehen werden wollen, wenn sie in so einem praktischen Auto unterwegs sind. Denen kann geholfen werden, nämlich mit einem Kombi, der aussieht wie ein Stealth-Bomber auf vier Rädern. Ganz klar ist der neue Gallardo-Kombi, ist er natürlich nicht. Ihr habt es schon erraten, es ist der neue RS6. Und da interessiert es uns auch gar nicht, wie viel hinten reinpasst, sondern vielmehr, wie viel vorne drunter ist. Und das sind 560 PS. Und wenn er nicht gerade aussieht wie so ein Stealth-Bomber, dann finde ich, sieht er aus wie so ein Begleitfahrzeug bei der DTM, das ähnlich wie bei der Tour de France einfach im Rennen mitfährt. Hier mit den großen Lufteinlässen, mit den dunklen, matten Waben. Dazu das ganze Flügelwerk und auf den Scheinwerfern die dunkle Sonnenbrille für den finsteren Blick. Die fetten Kotflügel sind genauso Standard natürlich wie die dicken Schweller. Und am Heck wird natürlich gedrückt und gesaugt, von oben mit dem Dachkantenspoiler, von unten mit dem Diffuser. Und wen es wirklich interessiert, hier passen bis zu 1680 Liter rein. Der ja von den Maßen her voll familientauglich, aber wenn du hier den Stempel durchdrückst, dann verdichten die beiden Biturbos da vorne wie ein schwarzes Loch und dann geht hier die Luzi ab, in 3,9 ist der auf 100 und das Ganze mit einer Urgewalt, da presst es jedem Baby, das hinten drin sitzt, den Aletebrei wieder raus, also eher mal nicht familientauglich. Und dann zieht er weiter durch, 260, 280, 300, 305 und da wird er dann elektronisch abgeriegelt, falls man nicht eine etwas günstigere Stufe hat, wo er bei 250 respektive bei 280 abgeriegelt wird. Mit 305 ist er 3 Kilometer schneller als der R8 4,2. Ich denke, das ist mal ein Wort unter uns Gesangsschwestern. Wie schaffen das die Jungs von Audi, diese Power hier rauszuholen? Der hat ja statt 10 nur noch 8 Zylinder, statt 580 nur noch 560 PS. Ganz einfach, 100 Kilo weniger auf die Waage, 50 Newtonmeter mehr drauf, macht 700 Newtonmeter. Und ich bin viele Autos mit 650, 700 Newtonmeter gefahren, aber bei keinem habe ich es so knallhart gespürt wie bei dem hier. Bei 180 ein normales Auto, auch ein leistungsstärkeres zu beschleunigen, das will schon einiges heißen. Gerade so einer wie der hier mit 1,9 Tonnen. Wir drücken mal wieder unten den kleinen Stempel durch. Er holt kurz Luft und boah, geht ja schön wieder ab. 220, 240, 260. Er zieht einfach nur durch. Der will nur getreten werden, der will nur Vollgas fahren. Unglaublich, unglaublich. Auch wenn du richtig schnell hier mit der Kiste fährst, er liegt super gut auf der Straße, hält die Spur. Der macht das genauso gut wie so Nesca von der Nika Patrick in Daytona. Also so entspannt 300 gefahren, wie jetzt gerade eben, bin ich schon lange nicht mehr. Das letzte Mal war mit dem Porsche Panamera. Aber er ist nicht nur ein Spaßmobil, wenn Mami sich nach hinten drehen muss, um den kleinen, den restlichen Aletefrei abzuwischen, dann schaltet er ab hier von 8 auf 4 Zylinder, wird also in niedrigeren Touren dann richtig zu einem Sparmobil. Innen sieht er aus wie ein Showcar. Das gefällt mir ganz gut mit den vielen Chromblenden, den vielen Anzeigen hier vorne, dem vielen Carbon. Aber es ist ja auch ein echtes Showcar. Passt also das Lenkrad hier oben gerade schön dick in der Hand, unten abgeflacht. Fast schon so dick wie beim M3. Da weißt du wenigstens, dass du am Rad drehst. Super cool finde ich auch hier die Schalensitze mit den Mustern drin. Das ist 60-Style. Das finde ich klasse. Boah, 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 boah. Da hören wir schon den Sound. Endlich, wenn man mal unter 50 fährt, kriegt man mal den Sound gescheit mit. Und nach dieser Beschleunigungsorgie auf der Autobahn, glaube ich, ist das wichtigste Zubehör hier für die Landstraße eine Radarwarn-App.
weil sonst bist du deinen Lappen ganz schnell los. Er lenkt super ein, klar, und hier in so einer schnellen Kurve hast du das Gefühl, mit dem vielen Grip, den der aufbaut, dass er den Asphalt seitlich in Falten wirft. Also die Haftung, die der hier hat auf dem Asphalt, der klammert sich, der krallt sich fest, liegt jeglicher väterlicher Vernunft. Also damit ist er in diesen Bereichen schon wieder nicht familientauglich. Aber man kann natürlich auch im Sparmodus mit Vierzylinder fahren. Kann man, muss man aber auch nicht. Also er fühlt sich unheimlich ausgeglichen, leicht zu beherrschen an. Und diese 1,9 Tonnen, die spürst du nur in engen Kernen. Da bist du natürlich dann wieder am Anschlag der Physik. Die gute Nachricht ist, um einen RS6 fahren zu dürfen, brauchst du keine Familie zu gründen. Besser sollte man ein gut gehendes Unternehmen gründen, denn ab 107 geht hier der Spaß erst los. Aber der Spaß, wenn man ihn sich dann leisten kann, lohnt sich auf alle Fälle. Das Schöne ist, mit dem hier kannst du die Hechte im Sportwagenteich so richtig aufwirbeln. Denn welcher Sportwagen wird schon gern von einem Kombi versägt? Denn das hier ist ein Lambo oder eine Porsche im Körper seines Feindes. Test the Max.